Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit sind zwei wichtige Eigenschaften. Aus Zuverlässigkeit kommt letztlich Vertrauenswürdigkeit. Wenn du jemand bist, der das tut, was er sagt, wenn er sich an das hält, was er sagt, dann bekommt er Vertrauenswürdigkeit. Also wenn du zuverlässig bist, dass Menschen ihn letztlich entspannen können, weil sie wissen, was sie dir sagen und was du versprichst, das wird auch gut behandelt und das wird auch umgesetzt, dann können sie in dich Vertrauen haben. Vertrauenswürdigkeit umfasst aber noch mehr als das Vertrauen in die Zuverlässigkeit eines anderen. Vertrauenswürdigkeit heißt auch, dass man annimmt, dass der, dem man sein Vertrauen schenkt, auch Geheimnisse für sich behält, dass er weiß, dass das, was man mit ihm besprochen hat, dass das unter vier Augen bleibt und dass es ein vertrauenswürdiges Verhältnis ist. Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit sind zwei Eigenschaften, die man in besonderem Maße kultivieren sollte, um mit Menschen gut auskommen zu können.